Die B&R Steuerungs- und Antriebstechnik bietet uns eine einfache und hochflexible Möglichkeit, mit Standard-, Hard- und Softwarekomponenten die Zykluszeiten auf unseren sensiblen Automatisierungsprozess enorm zu senken. Die Verkürzung des Zykluszeiten erreichen wir dank der B&R Reaction Technology beim Standsvorgang, Zählprozess, aber auch bei der Materialbahnführung. Mit der B&R Reaction Technologie können die in einfachen Funktionsblöcken erstellten Programme, die den Zähl- und Standsprozess steuern, direkt auf dem B&R Reaction Modul ausgeführt werden. Dadurch reduziert sich die ganze Kommunikation der einzelnen Sensorsignale zur Steuerung und die Reaktionszeit kann von einzelnen Millisekunden auf wenige Mikrosekunden reduziert werden. Da das X20-Modul einen Teil der Steuerung übernimmt, wird so das Netzwerk entlastet und kann entsprechend auch verkleinert werden, was zudem auch Herstellkosten senkt. Auch die Bewegung des sogenannten Tänzer, der die kontinuierliche Materialabwicklung und den Standshub kompensiert, wird direkt dezentral auf dem B&R Serverregler gerechnet. Somit ist es möglich, die Materialbahn schneller und exakter zu stanzen. So erreichen wir eine Steigerung unserer Maschinenleistung von 400 auf 500 Takt pro Minute, was weltweit absolut einzigartig ist. Bis zu 400'000 Deckel pro Stunde werden somit auf dem neuen Wehrhalter Swiss Die Cutter BSX gestanzt. Im Dreischichtbetrieb bedeutet das, bis zu 8 Millionen Joghurtdeckel pro Tag werden auf einer Wehrhaltermaschine produziert. Das sind bis zu 2 Millionen Deckel pro Tag mehr oder anders gesagt, bis zu 25% mehr im Vergleich zum Vorgängermodell. Bisher sind Reaktionszeiten im Mikrosekundenbereich in der Automatisierung nur mit teuren und komplizierten Speziallösungen möglich gewesen. Mit Reaction Technology bieten wir der Firma Bärhalter einfache und kostengünstige Lösungen an.